Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer weiteren Ausgabe von Haus und Bau, Ihrem Wohnbaumagazin. Auch heute wieder haben wir Interessantes für Sie vorbereitet. Aber am besten schauen Sie gleich selbst. Die Messestadt Wels war Veranstaltungsort des Events Möbel Austria. Auf 7000 Quadratmeter Ausstellungsfläche waren die neuesten Trends in Sachen Wohnen zu sehen. Was ist derzeit bei Einrichtungsgegenständen angesagt? Wir sehen den Trend beim Wohnen schon dahingehend, dass einfach probiert wird, momentan edles Material mit eher rustikaleren Holzarten zu verbinden. Sprich, es wird Lack in Verbindung mit Altholz, Lack in Verbindung mit rustikaler Eiche, wie wir es auch auf unserer Messe bei unseren neuen Produkten jetzt vorstellen, sehr stark nachgefragt. Dieses Tiroler Unternehmen, das im High-End-Bereich agiert, setzt nicht nur auf hohe Qualität, sondern auch auf kreative Lösungen mit praktischem Nutzwert. Dieser Individualismus ist heutzutage sehr gefragt. Deshalb fertigt man auch Produkte, die tatsächlich nicht alltäglich sind. Wir sind auch bekannt als sehr guter Partner für individuelle Möbelstücke. Das geht bis hin zur vollmassiven Holzbadewanne oder Holzwaschbecken, die durch einen Vertriebspartner weltweit vertrieben werden und von uns produziert werden. Aber auch Lösungen für den Objektbereich, die an uns herangetragen worden sind. Da haben wir in den letzten Jahren sehr starke Aufträge durchgeführt und uns als verlässlicher Partner auch dort einen Namen gemacht. Diese Tiroler Möbelproduzenten haben natürlich auch den Umweltschutz im Auge, wenn es darum geht, hochwertige Möbel zu erzeugen. Welche Hölzer werden da verarbeitet? Wir verarbeiten keine exotischen Hölzer, sondern forscht ausschließlich die bei uns in Europa und natürlich auch, wenn man den Nussbereich, der immer noch sehr stark ist, hernimmt, auch im amerikanischen Bereich, natürlich die Nuss ein stark vorkommendes Holz ist. Aber sonst sind es hauptsächlich eben, wie man in der Messeausstellung aussieht, Eiche, Fichte in Verbindung mit Lackoberflächen, aber auch immer noch Ahorn, Buche und die traditionellen Hölzer. Nicht nur Forcher setzt auf Massivholz, sondern auch die Möbelbauer von Anrei haben sich derselben Maxime verschrieben. Welche Rolle spielt die Qualität heutzutage? Qualität ist eine ganz ausschlaggebende Sache bei der Kaufentscheidung. Wichtig ist aber auch die Nachhaltigkeit, die in der Produktion sich abspielt, dass dort alle Fakten stimmen. Und das mit gemeinsam als Paket ist also sicherlich einer der wesentlichen Trends in der Möbelbranche, im Möbelkauf. Wie wichtig auch die Beratung beim Möbelkauf ist, sieht man an der erstmaligen Vorstellung einer Projektproduktpräsentation, die unter dem Kürzel 3P+ auftrat. Dabei ging es um effiziente Kommunikation und neue Darstellungsmethoden im Beratungsprozess. Warum ist dieses System so innovativ? Weil wir den Kunden jetzt nicht nur einfach eine Mappe mitgeben oder jetzt der Kunde kann sich was ansehen bei uns im Schauraum, sondern das, was in dieser Präsentation drinnen ist, kann ich dann interaktiv dem Kunden zur Verfügung stellen. Der Kunde sieht im Internet über jeglichen Browser auch die Präsentation, kann die wieder kommentieren, kann sagen, okay, hey, das sehe ich anders, da habe ich Ideen noch dazu, kann diese Ideen dann wieder dem Planer, dem Berater, dem Architekt zurückschicken, dann entsteht der Dialog. Das Wichtigste ist in einem Bauprojekt, in einem Planungsprojekt heute der Dialog mit dem Kunden. Der ist immer aufrecht gehalten. Ne? Und ich habe diese Papiermappe, wenn ich dem Kunden eine Präsentationsmappe mitgebe, die ist mit Codes versehen. Diese Codes sind wieder die Verbindung sozusagen zu Videos, zu einem Rendering, zu einer Planung, zu den Farben. Und ich kann mir das dann wieder reinziehen und kann mir das anschauen. Natürlich läuft dieses Programm auf diversen Tabs. Also wir können, unser Präsentationssystem ist für Apple tauglich, für DOS-Systeme tauglich, ist plattformunabhängig, funktioniert on- und offline und ich habe die Möglichkeit, mit mobilen Devices meine Präsentationen draufzuspielen. Ich kann damit durch den Schauraum gehen mit dem Kunden oder auf der Baustelle mich bewegen und ich schaue mir die Bauparzelle an und habe aber trotzdem alle Daten zur Verfügung, die im Projekt schon drinnen sind, weil ich vielleicht schon einen Entwurf habe. Ja? Und den Entwurf nehme ich mir mit, kann man sozusagen das mit Codes wieder anzeigen lassen und habe in Echtzeit die Information, die mich interessiert. Ja. Nun aber zurück zum Wohnen. Hier zählen auch Treppen immer mehr zum Bestandteil der Einrichtung.
Ob Wangen-, Bolzen- oder Spindeltreppen, seit genau 70 Jahren führt er Regie, wenn es um hochwertige Handwerksarbeit geht. Der Salzburger Treppenbauer Wieland. In der Kundengunst ganz oben steht im Moment wieder die Kombination Eiche mit Edelstahl, wie man es hier bei der Treppe hinter mir sieht. Das ist auch der Grund dafür, warum wir eine Sonderedition dieses Jahr aufgelegt haben. Die Eiche war lang weg vom Markt, jetzt ist der Trend wieder hier. Edel, leistbar, funktionell. Die Serie 11 besticht durch Qualität, Formvollendung und Langlebigkeit. Doch selbst ein so beständiges Material wie Eichenholz arbeitet sich bei schwer beanspruchten Treppen über Jahrzehnte langsam ab. Ein Problem, das sich im Nu lösen lässt. Alternativ zu den bekannten Stufenauflagen aus Teppich bieten wir exklusiv Stufenschutz aus Naturstein, der gleich einfach wie die Teppichauflagen nachträglich montiert werden kann, ohne sehr viel Aufwand und das Ganze für jedermann leistbar. Die Treppe als raumgestaltendes Element, voller Ästhetik und Perfektion, da macht sogar der Abstieg Spaß. Damit beenden wir unseren Rundgang auf diesem Messe-Event, der ein Highlight der Wohnkultur darstellte.